Ganz komischer Raum, Bro. Oha, ein Tresor. Oha. Es gibt keinen Hinweis. Weiß. Kennen wir den jetzt? Schade. Oh mein Gott, wie cool wäre das gewesen jetzt hier. Also dieses Geräusch von diesem Fieder, Alter, ist ja... Ah, wir können uns wieder drauf hocken. Ah. Okay, okay, okay. Okay. Oh. Krankenhaus. Dr. Smith? Dr. Tim? Dr. Smith? Yes, sorry, I'm with you. I have the information you requested concerning the patient that came in tonight. He claims that someone broke into his house and tried to strangle him, and that he used his firearm in an attempt to defend himself. What's weird is that there's nothing in the police report that indicates anything. Oha, okay. There are some minor bruises on his body, but they all seem self-inflicted. The police also interrogated the neighbor who called the police. Oh. He claims to have seen him tossing books from his bookshelves frantically, seemingly searching for something. And what was he searching for? It's hard to tell. He refuses to answer most of our questions, claiming we already know the answers. He believes we're partly responsible for what happened. It's not really surprising. Okay. Take a look at his medical background. He's had really bad cases of... Scopophobia. Exactly. Hmm. Thanks, Tim. I'll go and see him right away. Of course. He'll be in the transit wing, room 323, until further notice. 323. So be careful. Thanks, Tim. Duly noted. Okay. Okay, also wir sind jetzt dieser Verrückte. Und... Die Nachbarin hat die Bullen gerufen, weil wir die Bücher auf den Boden geschlagen haben und so rumgeschrien haben, vermutlich. Okay. Interessant, interessant. Auch wieder dieser Fleck, wo das mit dem Auge war. Also, hier auf jeden Fall ein sehr wichtiges, ein wichtiger Hinweis. Okay. Draußen windet's, da ist irgendein anderer Patient, vermutlich. Oh. Okay, wir sehen, ich glaube, das ist hier, glaube ich, so Luftpumpe oder so. Kann das sein? Ich kenne mich da null aus, aber sieht so aus auf jeden Fall. Okay, also es geht wieder um mich, weil hier ist auch der Rollstuhl. Vor allem, wieso ist er denn überhaupt da? Ah ja, stell mal vor, wir sind dann diejenigen irgendwann, die dann vermutlich halt wirklich unsere Familie auslöscht. Ach krass, wir sind echt im Krankenhaus, Leute. Wie geil ist das denn? Ja, hä? Bro, Digga, da geht doch keiner freiwillig rein, oder? Alter, das ist, ja, achso. Nee, das bringt ja auch gar nichts. Oh, Alter, was war das denn? Ich habe einen fucking Stuhl mitgenommen. Bro, warum habe ich einen Stuhl mitgenommen, Alter? Hä? Oh, Digga, behalt deinen Stuhl mal hier drin. Okay, ich habe einen fucking Stuhl bei mir. Als Abwehr, glaube ich. Kann ich den hinstellen? Nee. Oh, hier hustet jemand. Ich hab einen fucking Stuhl. Bro, ich hab einen Stuhl in der Hand. Ich kann diesen Stuhl nicht wegwerfen. Okay, perfekt. Okay. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber ich hab einen Stuhl in der Hand. Kannst du den da wieder reintun, bitte?
fallen wir. Könnten mit. Ich kann mit diesem Stuhl hier kaum laufen, Bro, Digga. Was ist das? Oh Mann, ey. Dann könnte ich aber Türen. Okay, das ist ja anscheinend meins. Bro, wie, Digga, warum hab ich die? Das ist zu groß. Ja, dann wirf's weg, bitte. Fallen lassen auf F. Ich hatte einen fucking Stuhl bei mir, aber ich weiß nicht warum. Okay. Also Code Room 3F. Wir müssen in 3, 2... Okay, wir müssen uns beeilen. Code 3, 2, 3 brauchen wir. Ah, warte mal. Wir müssen uns beeilen. Welche sind das? 301. Ist das da? Ah, das ist der Aufzug. Okay. Junge, 308. Meeting Room. Meeting Room, 3F. Restore. Was ist das für ein Room? 308. Okay, alles noch normal hier. Wir müssen in 3, 2, 3. Okay, okay, okay. 3, 4, 3, 5. Ah, es wird schon höher. 3, 6. Hä? Okay. Ich komme leider nicht von hier, Bro. 304. Wo hustet denn hier einer? Hm. Ganz kurios. Okay. Komme ich hier irgendwie hoch oder so? Digga, hier kennt sich doch keine Sau aus, oder? Guck mal. 301, jetzt geht's wieder weiter runter hier. Ach, guck mal. Ach, 3-2 geht gar nicht, schau. Ich muss schon gucken, dass ich irgendwie hochkomme. Ah. Ah, das ist für das Zimmer 323. Perfekt. Nice. Eine Scheiße, machen wir gleich aus hier. Ja. Emergency in room 323. Code white. Emergency in room 323. Ah, verschlossen. Aber wir haben einen Schlüssel. Diese Tür ist nicht verschlossen. Hä? Verschlossen? Verwenden? Diese Tür ist nicht verschlossen. Okay. Okay, perfekt, Digga. Kann ich arbeiten mit. Perfekt. Das Spiel weiß anscheinend selber nicht so, was es will. Oh, eine Wasserflasche wäre ganz gut gewesen. Ah, vielleicht 311, ah. Kann man immer nie lesen. 3-2-3, da ist es, Leute. Let's go. Ich will das sehen. Was passiert da? Wo denn? Was passiert hier? Was ist hier passiert, Bro? Oh, okay. Warum will man das haben? Ah, okay. Okay, wir wollen auf jeden Fall... mit Werkzeug. Ah, warte mal.
Also, theoretisch müsste doch hier auch irgendwo... Warum ist das schon wieder so dunkel? Irgendwie eine Axt oder sowas rumliegen? Okay. Okay. Wir brauchen irgendwie eine Axt. Oder können wir Feuerlöscher nehmen? Nee, können wir auch nicht. Schade. Man kann halt echt den Stuhl nehmen. Aber für was? Keine Ahnung. Okay, wir müssen ein Werkzeug finden. Na, das ist kacke, Alter. Schade, können wir auch nicht verwenden. Insert Coins. Also Münzen einwerfen. Haben wir nicht. 211. Okay, hier hat irgendeiner was fallen gelassen. Ah, ich kann da reinlaufen. Ah, okay, es ist eine Tür. Irgendwas Verschlossenes. Okay, alles ist zu. Außer unser Room. Ah, da ist der Raum. Und da wollen wir rein. Vielleicht gibt es irgendwas hier drin, ne? Irgendwas, was wir verwenden können. Der hat ja hier so Randau gemacht. Okay, ich sehe mal nix. Nix, was wir verwenden können. Okay. Hier irgendwas? Nee. Okay. Elevator, Room, Transit Ring. Nichts irgendwie, was am Werkzeug klingt oder so. Und immer die Uhrzeit, gell? Krank. Also ich hätte hier eigentlich gedacht, irgendwas mit dem Feuerlöscher, dass ich den irgendwie rausnehmen kann oder so. Okay, dann müssen wir gucken, ob hier irgendwas auf ist. Nichts auf. Psychiatric Ward. Weint? Okay, wir hören hier irgendwelche. Auf Mädchentoilette? Ja, mach die Tür auf für uns. Ja, ist gut. Hallo? Hier kann die... Hallo? Hey, wo denn? Hier? Hallo? Ah, das ist eine Baustelle hier. Ah! Ja, sehr gut. Ah, jetzt hat sie aufgehört zu weinen. Ach so. Ach, die war hier drin, ne? Ah, perfekt. Super. Keine Ahnung, warum die da drin war, aber okay. Ah, auch. Ganz normal. Okay, nee, dann können wir jetzt eigentlich zurückgehen. Okay. Kann ich damit schlagen? Nee. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt wieder zurück. Puh, kurz am Bein kratzen hier. Oh Mann, Alter. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was wir da jetzt finden. Okay.
Okay, wir haben ihn noch, oder? Ne, haben wir nicht. Ah, da kommt er durch. Ne, er will rumgucken, oder? Ja, okay. Perfekt. Einmal durchatmen. Okay. Ah. Was ist das denn? Ein Meeting Room. Meeting Room 3F. Okay, mitnehmen. Okay. Digga, wie abrupt war die Musik denn jetzt gerade weg? Will ich mich verarschen? Ah. Vielleicht müssen wir von... Okay. Okay, es reicht. Digga, ich hab Gänsehaut, Junge. Ja. Oh! Junge. Was? Wir sind tot. Ich glaube, wir machen einfach in der nächsten Folge weiter.